So, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wir sind in Zoras Reich angekommen in der letzten Folge und wollen jetzt uns die Eishöhle anschauen. Alles klar, da sind wir auch schon in der Eishöhle. Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir rutschen hier ein bisschen hin und her. Und wir sehen schon, hier sind überall so rote Dinger. Und Eiszapfen fallen auf uns herab. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Ist ein bisschen schwierig, das Ganze. Und ja. Am besten, ich erledige die Typen direkt. Ja, und sie können mich nämlich einfrieren, das ist nicht so gut. Lass mich hier raus. Ja, komm schon. Ich stehe irgendwie zu weit weg von denen. Okay, mir reicht's. das tue ich mir nicht länger an. Es tut mir leid. Ich verliere zu viele Herzen bei dieser Geschichte. Ihr könnt mich mal. So. Erledigt. Und aus irgendeinem Grund geht es nicht weiter. Die Tür da ist zu. Ach. Sieh mal an. Da war noch einer, den ich nicht gesehen habe. ja, ich glaube, hier ging es weiter. Bin mir gerade nicht sicher. Wow. Mal schauen. Ich habe auch an die Eishöhle nicht mehr so viel Erinnerung. Aber hier müssen wir diese Rubine einsammeln. Und da oben ist eine Skulptur, die ich mir auch gleich holen will. Wenn möglich. So, hier trifft mich das Ding nicht mehr. Ich finde, die Musik ist eigentlich voll chillig. In diesem, ja, Mini-Dungeon. Aber sie kann auch echt nerven nach einer Zeit. So. Ist halt die Frage, ob nur noch das Ding da oben der letzte ist. So. Warten wir mal, bis das Ding ein bisschen weiter geschwungen ist. Alles klar. Laufen wir nochmal im Kreis mit dem Ding mit. Und gehen dann weiter. Es ist halt eigentlich wie ein richtiger Dungeon aufgebaut, aber er ist halt wesentlich kürzer. Also ihr müsst jetzt nicht denken, dass das jetzt der nächste große Tempel ist. So. Wow, ja. Okay, diese Dinger, die sich da lang schieben, die machen mir zu viel Schaden. Okay, hier geht's runter. Und jetzt haben wir, glaube ich, ein Problem. Weil nämlich hier gibt es Fledermäuse, die richtig fies sind, weil die können uns einfrieren. Wow. Okay, das Ding ist verschwunden. So. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das Ding gleich auf uns schießt. Ja, meine Güte. Nein, das wollte ich nicht. Naja, immerhin hat es das Ding hier fertig gemacht. Und die Herzen, die gönne ich mir jetzt mal, die hier drüben sind. So. Die Sache ist halt die, dass wir brauchen dieses Feuer. Unbedingt. So, ja. Yeah. Das ist blaues Feuer.
Es wirkt übernatürlich, aber vielleicht kannst du es ja für irgendetwas gebrauchen. Oh ja, und zwar brauche ich sehr viel davon. Wir haben 3 Feen dabei. Ich werde jetzt 2 loslassen, weil wir brauchen 2 leere Flaschen. Es geht leider nicht anders. Deswegen behalte ich eine Fee. Wir können ja nach dem Dungeon nochmal in eine Feenquelle gehen. Aber jetzt brauche ich das Feuer mehr als die Feen, deswegen macht's gut. Es gibt in den Dungeon, ich glaube, 2 oder 3 Orte, wo ich dieses blaue Feuer sammeln kann. Alles klar. Und nochmal. So, blaues Feuer eingefangen. Es ist eine kalte Flamme. Benutzt sie mit... Ja, ja. Das haben wir ja auch vor. Nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Warum fliegt das Ding nicht einfach ins blaue Feuer? Wahrscheinlich hat das das blaue Feuer an sich. So, ich werde mal ganz kurz... Also ich werde hier das Feuerentferner oft brauchen. So wie es aussieht. Okay, ich habe die Fledermäuse erwischt. Das ist sehr gut. So, denn hier können wir ein blaues Feuer loslassen. Das schmilzt nämlich diese roten Eisblöcke. So, und mit etwas Glück haben wir hier die Karte drin, ne? Alles klar, die Labyrinthkarte, drücke Start, um sie vom Kartenbildschirm. Ja, ja. So, jetzt haben wir wenigstens die Karte schon mal. Da ist ein Herz, das hätte ich ganz gerne. Okay, das ist doof. Schnell hier hoch, denn ich brauche das Feuer nochmal. Danach können wir auch den Raum gerne verlassen. Aber wie gesagt, ich brauche das Feuer ein paar Mal öfter, als mir lieb ist. So. Schnell weg von dieser Fledermaus. So. Denn wenn wir zurückgehen, dann können wir nämlich uns einen neuen Gang öffnen. Ich weiß gar nicht. Kann man das auf der Karte schon sehen? Ja, wir sehen halt, wir sind jetzt ganz oben und wir können halt noch zu den Seiten jeweils gehen. Und das habe ich jetzt vor. Das habe ich jetzt einfach mal vor. So, einfach hier durchschlittern. Wie gesagt, ich bin kein Fan von der Eishöhle. Es ist, ist eine nette Sache. Ist jetzt aber nicht unbedingt so, dass ich sage, oh, das hätte das Spiel jetzt unbedingt gebraucht. So, öffnen wir das hier erstmal. So, und schauen mal hier lang, wo wir hier hinkommen. Genau, hier haben wir nämlich nochmal so ein Ding. Da können wir uns direkt wieder Feuer holen. Ja, verpiss dich. Mein Gott, jetzt habe ich die Fledermaus auch noch angezündet. Ihr seht, hier ist ein Herzteil. Deswegen will ich auf jeden Fall, bin ich hier lang gegangen, denn das ist eigentlich eine Sackgasse. Aber hier gibt es ein Herzteil und eine Skatulla. Die hat man, glaube ich, eben auch schon gehört. So, ein Herzteil, noch 4 weitere. Wo ist denn jetzt bitte diese Skatulla? War die auf dieser Seite oder auf der anderen Seite? Ich bin mir nicht sicher. Da oben. Okay. Wir haben sie mit dem Feuerinferno schon, befreit. So, auf der Seite sind noch Fledermäuse. Am besten, ich nehme mal eben Pfeil und Bogen dafür, bevor die mich wieder nerven. Ich glaube, das ist zu hoch. Ich bin mir nicht sicher. Hey, das... Ich hätte sie eigentlich treffen müssen. Ihr habt es gesehen.
So, erledigt. Jetzt sage ich nicht, dass dieser Eisblock dazwischen ist. Die Eisblöcke sind dazwischen. So, jetzt. So, können wir hier nochmal das blaue Feuer anwenden und ich glaube, da müsste der Kompass drin sein. Wenn ich mich nicht irre, wie gesagt, ist ewig her, dass ich das hier gemacht habe. Deswegen wundert euch nicht, wenn ich Scheiße labere, aber ich meine, hier müsste der Kompass drin sein und dann haben wir eigentlich jetzt schon die wichtigsten Sachen. So, das heißt, wir können jetzt mal auf die Karte schauen und sehen, es gibt nur eine Ebene. Und es gibt nur eine Kiste. So, und dementsprechend füllen wir jetzt unser Feuer auf. Und gehen in den nächsten Raum und versuchen diesen Dungeon noch in dieser Folge fertig zu machen. Weil ich finde, zwei Folgen für den Dungeon, das hat er irgendwie nicht wirklich verdient. Dafür ist er definitiv nicht groß genug. So, ein Feuer werden wir verlieren. Weil wir, um in den anderen Raum zu kommen... Ach du meine Güte, kommt da viel runter. Um in den nächsten Raum zu kommen, müssen wir den natürlich wieder öffnen. So. Der liegt nämlich genau gegenüber. Ja, ja. Und ich finde, es ist ein leicht überschaubarer Mini-Dungeon und man kann ihn halt wirklich sehr gut systematisch abarbeiten. Es ist überhaupt kein Thema. So, weg mit euch. So, da fallen noch mal ein paar Dinger runter. Und dann sind wir in diesem Raum. Und dieser Raum ist richtig nervig. So, ich mach jetzt... Willst du mich verarschen? Nein, ich hasse es. Ich hasse... Ganz ehrlich, Leute. Es macht überhaupt gar keinen Sinn, das hier mit Logik anzugehen bei diesen behinderten Fledermäusen. So, ich wechsle mal hier drauf und falls sie mir wirklich zu nahe kommen, gehe ich auf die Pfeile, auf Feuerentfernung, weil das Ding greift mich schon wieder an. Aber es hat bei denen halt keine Wirkung. Doch, wenn sie in Eis sind schon. So, stirb! Meine Güte, das war viel zu knapp. So, wo ist die letzte? Da. Und da ist noch eine Skulptur da. Komm. Weg mit dir. So. Jetzt kann ich mich in Ruhe in diesem Raum bewegen. Ich werde mir jetzt eben noch die Skulptur gönnen. Die da hängt. Nein. So. Sehr schön. Komm her. Weiß nicht, waren das schon alle? Ja, alle Skulpturas geholt. Sehr schön. Sehr schön. Gleich mal abspeichern. So. Es geht jetzt darum, an diese Rubine wieder ranzukommen. Nein, nicht hinauf. So. Deswegen schieben wir das einmal. Hallo? Link? Bitte? Schieb das dahin. Ein Texturenpaket erkennt man es zwar nicht gut. Sehr schön. Aber an den Seiten sind Löcher. Und die können wir nutzen, um das Ding runterzuschieben. Denn dann taucht es hier wieder neu auf. Genau. Und dann können wir uns weiter vorarbeiten. Wie gesagt, kann sein, dass diese Folge leichte Überlänge hat. So. Runter. Runter. Und dann schieben wir das Ding mal hoch. So. Würdest du bitte einfach dieses Ding schieben, Link? Das wäre fantastisch. Sehr schön. Dann können wir hier rauf. Und dafür brauchen wir schon mal das blaue Feuer.
Weil ansonsten kommen wir da nicht dran. So, ich weiß gar nicht. So, ich... Nein. Meine Güte, Link. So, dann, schieben wir das mal eben runter, damit wir ein neues bekommen. Weil das hätte ich dann nicht mehr weggekriegt. So, jetzt können wir nämlich das Ding dahin schieben. Wow, nicht da runterfallen. Okay, das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Dann schieben wir das mal hier runter. Ist halt so ein kleines Schieberätsel. Aber sollten wir mit klarkommen. So, an den kommen wir, glaube ich, so. Genau. So. Dann. Ja. Alles klar. Es wäre offen, aber ich würde ganz gerne dahin, um mein Feuer aufzufüllen. Sehr schön. Boah, so, ich brauche aber nochmal Feuer. Deswegen gleich nochmal. Und dann... Nein, nicht. Link, bitte tu einfach das, was ich dir sage. Schieb das Ding nach vorne. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu weit. Ah, könnte schon zu weit gewesen sein. Hm. Wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir da mal zurechtkommen. Mit etwas Glück könnte ich es über Eck schaffen, da hinzukommen. Ja, sehr gut. Denn ich glaube, also erst einmal ist der doofe Gegner wieder da. Stirb einfach. So. Na, ernsthaft? Ich dachte... Wenn ich sie angegriffen habe, können sie nichts mehr machen. So. Dann ein Feuer bitte hier einmal rauslassen. Damit wir hier durch können. Sehr gut. Bitte sag mir, dass du irgendwas für mich hast. Ah, immerhin ein Herz. Und dann kommen wir zum Boss. Ja, genau. Hier ist der Boss. Ein Schneewolf. So. Aber die Wölfe kennen wir ja schon. Ah, komm. Greif an. Mein Gott. Wolf. Sehr gut. Das war der Boss. Und dann bekommen wir ein Item, weswegen wir das Ganze überhaupt gemacht haben. Nämlich die Eisenstiefel. Zu schwer, um zu rennen, zu schwer, um zu schwimmen. Sei gegrüßt, Link. Wenn du hierher kamst, um die Zoras zu retten, hast du den ersten Schritt getan. Doch mehr findest du hier nicht. Mit einer Ausnahme sind alle Zoras unter einer dicken Eisschicht gefangen. Ich konnte nur ihre Prinzessin retten, aber sie lief in Richtung des Wassertempels davon. Dieses Eis wurde von einer bösen Macht erschaffen. Das Ungeheuer im Wassertempel ist der Urheber dieses Unheils.
Du musst das Übel beseitigen, sonst würde dieses Eis nie mehr schmelzen. Hast du Mut, den Gefahren im Tempel zu trotzen und die Zoras zu retten, dann erlerne nun die Melodie, die dich zum Tempel führt. Zeit entschwindet, Menschen scheiden, in ewig wie des Wassers Fluss. Zu königlichem Streben reift des Kindes Mut, junger Liebe Knospen erblüht groß und stark, des Wassers Kraft allein dies schafft. Lausche der Serenade des Wassers und trage sie in deinem Herzen. Und das ist eins meiner Lieblingsstücke. Ich liebe es. Okay, wir sind dran. Es ist so toll. Es ist so schön, dieses Lied. Du hast die Serenade des Wassers erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Okay. Alles klar. Um hier rauszukommen, also wir sehen ja auf der Karte, wir haben alles. Wir haben nur einen kleinen Weg nicht gelaufen, ansonsten haben wir alles. Ja, ich kann mal eben speichern. Die Sache ist halt die, wir müssen jetzt die Eisenstiefel anziehen. Ich frage mich gerade, ob wir vielleicht... Wir haben noch einmal Feuer, ne? Ja, ich glaube, das reicht. Okay, ich war gerade ein bisschen am Überlegen. Das sind die Eisenstiefel, sehr schwer. Aber wir müssen auch nicht lange die Luft anhalten. Dementsprechend kommen wir hier schnell wieder raus. Und es ist nur leider sehr, sehr unbequem, die Schuhe andauernd zu wechseln. So. Ja, ich speichere gerade ein bisschen oft, aber hey. So, jetzt sind wir wieder im Anfangsraum. Und können, glaube ich, hier raus. So. Ich hoffe, ich irre mich nicht. So, dafür werde ich nicht mein Feuer verschwenden. Denn es gibt noch was Wichtigeres, was wir befreien müssen mit dem blauen Feuer. So, und bevor ich die Folge beende, zeige ich euch noch... Obwohl, doch, ich beende die Folge, aber nicht hier. Ich schwimme mal kurz darüber. Die Sache ist halt die, die Folge geht jetzt schon ein bisschen länger als geplant, aber... Ich werde in der nächsten Folge noch ein paar klitzekleine Sachen machen. Und dann in der übernächsten Folge werden wir uns dem Wasser-Dungeon widmen. Und dann, wird es ein paar Folgen Wasser-Dungeon geben. Den kann ich nicht so schnell erledigen wie die Eishöhle. Deswegen, wir haben jetzt die Eisenstiefel und das bringt uns in ein paar Sachen weiter. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge gesehen habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Ocarina of Time wieder. Und liked das Video doch, wenn es euch gefallen hat. Also macht's gut und bis dann.